guter Mitarbeiter oder sehr guter Mitarbeiter versus nicht so guter Mitarbeiter? Wo würdest du das dran festmachen? Was zeichnet denn so eine richtig gute Mitarbeiterin aus? Jemand, der einen Job sucht? Was würdest du dem raten, was er auf jeden Fall machen muss? Also ich habe das Gefühl, dass zu der heutigen Zeit... In unserer heutigen Podcast-Folge habe ich, und das ist mal eine ganz andere Podcast-Folge, unsere beste Mitarbeiterin des Jahres 2023, unsere Efi. Efi, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein. Mein Name ist Evelyn Caravan. Ich bin jetzt ungefähr seit 2 Jahren bei Bosbach Consulting. Und ja, ich bin in den Bereichen Design so ein bisschen tätig, Produktion und Lieferung. Ja, und ich bin sehr happy. Ich bin schon sehr lange angekommen, würde ich jetzt so sagen. Ich mache meinen Job sehr gerne. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn man mir sagt, dass ich die beste Mitarbeiterin bin. Genau. Und wir wollen heute auch darüber sprechen, was zeichnet denn so eine richtig gute Mitarbeiterin aus? Du hast ja auch in der Vergangenheit auch viel mit unseren Kunden, mit den Maklern zu tun gehabt, auch was die Suche von Mitarbeitern angeht. Und mich würde mal zuallererst mal interessieren, was hast du denn getan, um die beste Mitarbeiterin zu sein? Was glaubst du? Was war denn da so der Punkt? Ja, der Punkt war da auf jeden Fall, dass du mich laufen lassen hast. Also du hast mir die Möglichkeit gegeben, überhaupt die ideale Mitarbeiterin werden zu können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in Unternehmen, warum es diese idealen Mitarbeiter gar nicht gibt. Weil denen die Möglichkeit dazu gar nicht gegeben wird. Und die hast du mir halt einfach gegeben, weil du gesagt hast, Evi, wenn du Bock hast, setz dich mit dem Thema Design auseinander oder wenn du willst, schau dich bei der Produktion um. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, den Bereich kenne ich noch gar nicht. Probiere ich aus, ist eine Herausforderung für mich, darauf habe ich Bock. Und das war genau der Punkt, wo ich für mich entschieden habe, immer besser zu werden. Also man kann ja eigentlich sagen, du hast als Assistenz angefangen bei mir, ne? Also genau. Als meine rechte Hand sozusagen. Hast da schon einen super Job gemacht. Und dann haben wir das im Prinzip immer so Schritt für Schritt weiterentwickelt. Ja. Ne? Also um jetzt nicht zu sagen, nach dem Motto, du hast jeden Tag so gemacht, wo du Lust zu hattest, sondern ne, das war so eine Schritt für Schritt Weiterentwicklung im Endeffekt. Ne? Wo wir gesagt haben, okay, die Stärken entwickeln sich immer mehr in so eine bestimmte Richtung rein. Und somit hast du, also ich finde schon, dass du den Bereich auch kreiert hast. Mhm. Ja? So, und damit auch deinen Job, beziehungsweise die Jobs, die du machst, wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes so erschaffen hast, ja, oder? Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja teilweise auch in Bereichen gearbeitet dann bei dir oder in Abteilungen, will ich jetzt so sagen, wo ich gar keine Kenntnisse hatte. Du hast mir das dann, sag ich mal, an die Hand gegeben, hast mich dahingehend natürlich auch geschult. Aber trotzdem hatte ich die Freiheit, diesen Bereich halt auszuweiten, den halt selber auszuarbeiten und das halt immer mit dir gemeinsam. Und das war für mich dann halt natürlich die perfekte Möglichkeit, um jeden Bereich so ein bisschen kennenzulernen. Und das finde ich halt super wichtig als Mitarbeiter und dafür bin ich halt auch sehr dankbar. Du hast ja jetzt nur auch einige Bewerbergespräche auch geführt am Anfang. Du hast auch mit Maklern ja an eben Recruitment, Einstellung neuer Mitarbeiter auch aktiv wirklich mitgeholfen. Na, du hast ja den einen oder anderen Mitarbeiter nicht nur für uns selber, sondern auch für Makler sozusagen dabei geholfen, die zu besorgen, zu beschaffen. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet denn so einen durchschnittlichen Mitarbeiter von einem sehr guten Mitarbeiter? Ja, ich würde sagen, so gute Mitarbeiter, also die ihren Job einfach so erledigen, davon gibt es einige. Aber es ist trotzdem ein großer Unterschied zu dem idealen oder zu dem perfekten Mitarbeiter, einfach aus dem Grund, weil der ideale Mitarbeiter, der arbeitet wirklich auch mit und an dem Unternehmen. Also der hat dieselben Ziele wie das Unternehmen, der hat dieselben Ziele wie die Geschäftsleitung. Und man geht jeden Morgen zur Arbeit und man hat Bock. Man freut sich, man geht gerne auf die Arbeit und man guckt nicht auf die Uhr. Das hatte ich nämlich bei mir selber ja auch im alten Unternehmen. Ich habe in einem großen Konzern gearbeitet und da war es halt wirklich so, ich hatte einen Tag von 7,5 Stunden
und habe aber jede halbe Stunde auf die Uhr geguckt, weil ich einfach nicht mit Freude und mit Herz dabei war. Das ist einfach der große Unterschied. Ich habe meinen Job gemacht, aber nicht mit Herz, und das mache ich hier halt auf jeden Fall. Wie oft warst du krank eigentlich in den letzten 2 Jahren? Ich glaube, an 2 Tagen war ich krank. Und was hast du an den 2 Tagen zu Hause gemacht? Gearbeitet. Also man muss wirklich sagen, ne, dass du hast halt, du bist immer gut drauf, ja, du hast immer gute Laune, du bringst immer die Extrameile oder gehst immer die Extrameile, ja. Und ich glaube, das schätzen auch die anderen Mitarbeiter an dir, ne, weil du bist ja auch so eine Art Sprachrohr, kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall, ja. Wer kommt denn alles zu dir? Ja, eigentlich kommt jeder Mitarbeiter zu mir, und es ist auch eigentlich egal, welches Thema, da kommen die schon gerne zu mir. Aber das ist auch für mich eine große Bestätigung und halt auch eine Wertschätzung von den Mitarbeitern. Okay, lass uns nochmal gerade so dieses guter Mitarbeiter oder sehr guter Mitarbeiter versus nicht so guter Mitarbeiter. Woran würdest du jetzt das heute erkennen? So von der Haltung, Attitude, so, wo würdest du das dran festmachen? Ja, ich kann es an mir selber eigentlich ganz gut festmachen, weil was ich gelernt habe, von dir auch, ist das Thema Promo für sich selber zu machen. Also wenn ich einen geilen Job gemacht habe, und da kann ich ein perfektes Beispiel für nennen, der Heinz und ich, also du und ich, wir haben ein Buch entwickelt, sage ich jetzt mal so, es war unsere erste Ausgabe. Und da saß ich wirklich Tag und Nacht lang bis wirklich in die Nachtstunden. Und als das Buch angekommen ist, ich bin zu jedem einzelnen Mitarbeiter hingegangen und habe gesagt, guck mal, was ich für einen geilen Job gemacht habe. Und das mache ich aber eigentlich mit jedem Produkt, was ich abgeschlossen habe. Ich werfe das nach außen, nicht nur an die Kunden, sondern halt auch wirklich an die Mitarbeiter intern. Weil für mich gibt es ja kein geileres Gefühl, wenn die Mitarbeiter sagen, boah, krass, Evi, wie hast du das geschafft? Und ich würde fast sagen, dass ich mit dem Leon vielleicht auch, also dass wir die Einzigen sind, die das tatsächlich machen. Weil die anderen Mitarbeiter, die sind alle super, ich liebe unser Team, aber die machen ihre Arbeit, machen die auch vollständig, aber da würde ich mir auch wünschen, dass die auch mehr Promo für sich selber machen. Geiles Video geschnitten, komm und zeig's mir. Mhm. Und das. Genau, das ist so ein Ding, ne? Also ja. Dieses, weil das gehört ja auch mit dazu, ne, dass eben diese Promo für sich selber zu machen, ja, zu zeigen, guck mal, das ist mein Arbeitsergebnis, das habe ich geschafft, das habe ich gemacht, und auch dazu zu stehen, das ist von mir, ja, und das habe ich von A bis Z durchgezogen, das Ganze, ne? Finde ich sehr, sehr wichtig, und das liebt auch jeder Chef, mal abgesehen davon, ja, die Chefs mögen das, ja, weil jeder Mitarbeiter darf auch Promo für sich selber machen, ne, damit der Chef eben oder die Firma auch sieht, dass das Ganze auch funktioniert. Also das ist das eine. Was würdest du denn heute so einem Mitarbeiter oder jemand, der einen Job sucht, was würdest du dem raten, was er auf jeden Fall machen muss? Ja, also ich habe das Gefühl, dass zu der heutigen Zeit, dass die Leute sich nicht trauen, andere Bereiche so auszuprobieren. Die trauen sich einfach nicht. Die denken, wenn ich jetzt zurzeit ein Vertriebsmitarbeiter bin oder ich bin, bestes Beispiel, ich bin eine Sachbearbeiterin, gerade in einem anderen Bereich, ich kann mich auf nichts anderes bewerben. Das heißt, die geben sich selber gar nicht die Möglichkeit, eine Herausforderung anzunehmen. Und das, finde ich, ist einer der schwersten, aber auch einer der wichtigsten Schritte, wenn man auf der Suche ist nach einem anderen Job. Die Leute brauchen eine Herausforderung, weil sonst können die kein perfekter Mitarbeiter sein. Und das würde ich jedem an die Hand geben, weil man muss sich selber wertschätzen, man weiß selber, was man kann. Und wenn man Bock darauf hat, mehr, also vielleicht auch mit einem, also an einem Unternehmen zu arbeiten oder halt auch was, ja, Produkte zu liefern, was Eigenes in der Hand zu haben, was man sieht, dann müssen die auf jeden Fall bereit dazu sein, eine Herausforderung einzugehen. Und das finde ich mit am wichtigsten. Wie würdest du denn deine persönliche Entwicklung in den letzten 2 Jahren beschreiben? Also was hat sich für dich persönlich geändert? So von dem ersten Tag, ich kann mich noch gut daran erinnern, vom ersten Tag, als ich dein Video gesehen habe, wo du dich beworben hast. Gott. Und da habe ich direkt gesagt, die holen wir uns. Ja. Das war mir direkt klar, und dann bist du ja auch dann da gewesen, und es ging ja relativ schnell. Aber so von diesem Tag, wo du gestartet bist, ich glaube, du hattest noch einen Monat oder was, genau, musstest du noch arbeiten. Von diesem Tag an, wo du gestartet bist, bis heute, was hat sich da für dich persönlich verändert? Ja, für mich hat sich eigentlich alles geändert. Also meine Denkweise, mein Arbeitsverhalten auch.
ich glaube, am ersten Tag, wo ich gestartet habe, war bei mir wirklich nur, okay, wie überzeuge ich den Heinz? Also wie kriege ich es hin, dass er zufrieden ist mit mir als Arbeitnehmerin, als Mitarbeiterin? Und da war wirklich, ich hatte so einen Haufen von Arbeit damals auf dem Tisch liegen. Ich weiß das noch ganz genau. Und ich dachte mir, oh Mann, wie soll ich das schaffen? Aber ich habe einfach alles nur abgearbeitet und saß da und war nicht viel in Kommunikation mit dir, würde ich sagen. Also ich war schon sehr alleine zurückgezogen. Ja, und dann wirklich von Mal zu Mal, ich habe so viel dazu gelernt. Ich habe auch gelernt, für mich selber einzustehen, aber nicht zu diskutieren oder nicht immer dagegen anzukämpfen. Also ich habe sehr viel dazu gelernt, sei es die Kommunikation, meine Fähigkeiten, meine Kenntnisse in bestimmten Bereichen. Also ich habe in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so viel gelernt wie jetzt in den letzten 2 Jahren. Sehr cool, sehr schön. Worauf sollte denn jetzt so ein Arbeitgeber achten oder ein Immobilienmakler, wenn er jetzt Leute einstellen will? Was sind die Punkte, worauf würdest du achten? Oder was wären so deine Tipps? Ja, also ich finde es immer ganz lustig, wenn ich dann mit den Maklern darüber spreche, weil ich brauche eigentlich nur mit eine Minute mit denen ein Gespräch führen und ich weiß ganz genau, welchen Fehler die machen. Und das ist, die lassen sich vom Bewerber leiten. Das heißt, der Bewerber sagt, ja, ich hätte es aber gerne so und so und ich möchte gerne das und das Gehalt haben und ich möchte gerne im Homeoffice arbeiten, aber wir vergeben ja den Job. Also wir sind die Person, die Mitarbeiter haben wollen und entweder eine Person möchte bei dir arbeiten oder halt nicht, dann schmeißt du die Person halt raus. Mhm. Und ich glaube, da tun sich manche Makler echt sehr schwer, weil die denken, also die lassen sich führen. Die lassen sich einfach vom Bewerber führen und das ist falsch. Weil entweder jemand hat Bock bei dir zu arbeiten oder halt nicht. Und wenn die Person keinen Bock hat, soll die woanders hingehen. Und ich glaube, da müssen die Makler einfach noch so ein bisschen festiger werden, dass die da ganz klar eine Entscheidung treffen können. Und das sagst du als Mitarbeiterin, ja. Ne? Das muss man ja auch nochmal sehen. Ne? Du sagst das als Mitarbeiterin und genau das ist wirklich der Punkt. Ne? Also es geht nicht darum, sein Unternehmen dem Mitarbeiter anzupassen, sondern den Mitarbeiter so zu schulen und zu trainieren, so wie wir es ja auch wir beide ja. gemacht haben, so zu schulen, so zu trainieren, dass der Mitarbeiter sich als Teil des Teams sieht. Ja. Und vor allen Dingen auch da, also mitmacht, das Unternehmen zu kreieren, ne? Das Unternehmen weiterzuentwickeln. Also wirklich am Unternehmen auch zu arbeiten, oder? Ja. Empfindest du das für dich so, dass du sagst, ja klar, ich fühle mich als Teil des Unternehmens und ich kreiere das Unternehmen mit? Ja, voll. Also das ist auch der Punkt, warum ich hier bin. Also warum ich nach, egal wie viel Arbeit ich habe und egal wie viel ich auf dem Tisch liegen habe, aber genau das ist der Punkt, weil ich weiß, am Ende des Tages kreiere ich mit. Ich darf, sage ich mal, mitentscheiden. Ich weiß, ich kann Produkte liefern und ich sehe am Ende des Tages, was ich gemacht habe. Und das hat man halt bei vielen Unternehmen nicht. Absolut, absolut. Was wäre denn noch so ein Bereich oder wo würdest du sagen, was sind so echte No-Gos von Mitarbeitern? Richtige No-Gos, also wo du sagst, das geht, ich meine, du hast ja auch bei uns auch, wir haben das ja auch alle erlebt, ne? Das ist ja nun mal ein ständiger Prozess auch, mhm. ne? Ein dynamischer Prozess. Aber wo würdest du sagen, jetzt aus der Sicht einer Mitarbeiterin mhm. an zum Beispiel die Makler, die ein Unternehmen aufbauen, gesagt, hey, das ist ein Stoppschild. Du hast gerade eins schon genannt, ne? Also nichts von den Mitarbeitern oder zukünftigen Mitarbeitern diktieren zu lassen oder beziehungsweise das Unternehmen denen anzupassen. Aber was wäre noch so auch in dem Tagesgeschäft, du warst ja auch auf einigen Videodrehs, hast mit Kunden gearbeitet, hast auch deren Mitarbeiter ja. kennengelernt. So, was war da so deine Wahrnehmung? Also meine Wahrnehmung war jetzt schon des Öfteren, dass ich gemerkt habe, dass die Mitarbeiter nicht richtig, die standen nicht für das Unternehmen ein. Also die haben das Unternehmen nicht supportet. Die saßen dann da mit so einer Scheißfresse, wenn ich das so sagen darf, oder mit einem langen Gesicht. Und da hat man schon gemerkt, die haben gar keinen Bock. Die haben keinen Bock. Und wenn ich bei einem Mitarbeiter in die Augen gucke und der hat schon keinen Bock, dann frage ich mich, was machst du eigentlich noch hier? Also dann such dir was anderes, wo du Bock drauf hast. Aber das sind für mich so Kriterien, da braucht man eine Person auch gar nicht weiter zu beschäftigen. Wenn die da sitzt, keinen Bock hat, man kriegt von der keinen Support, darauf kann man verzichten. Wie wichtig ist denn, weil du bringst das Wort Support,
was bedeutet das eigentlich? Also wen supportet man denn? Also ne, Support, wen support, was meinst du damit? Also ich meine damit, ich kriege ja von dir dauerhaft Support. Also sei es Bestätigung oder die Arbeit, die du mir gibst, ist ja auch ein Support für mich, weil das ist ja meine Weiterentwicklung. Und dementsprechend gebe ich meinen Support ja an dich ab, indem ich meine Arbeit gut leiste oder die halt mit Freude, mit Herz mache. Und auch unter uns Mitarbeitern ist es ja auch so. Wir müssen uns auch gegenseitig supporten, damit wir die Ergebnisse erzielen, die wir uns halt wünschen. Okay, du sagst gerade Ergebnis, ne? Bei uns heißt es ja, wir liefern Produkte, ne? Genau. Also wir liefern Endprodukte, Dinge, die fertig sind sozusagen. Glaubst du, dass da viele da draußen Mitarbeiter überhaupt wissen, was das ist? Nee, ich wusste es bis vor 2 Jahren ja auch nicht. Und das war, glaube ich, genau das, was ich vermisst hatte, weil ich saß einfach nur da und habe meinen Tag um 8 Uhr begonnen, bin um 16 Uhr nach Hause oder um 15.30 Uhr und mein Tag war fertig. Ich war unzufrieden. Ich war unzufrieden, weil ich am Ende des Tages nicht gesehen habe, dass ich was erschaffen habe oder dass ich ein Produkt habe. Also ein Ergebnis von Arbeit. Genau, ein ne? Ergebnis von meiner Arbeit. Und das hatte ich vorher gar nicht. Und jetzt habe ich eigentlich jeden Tag, am Ende des Tages kann ich sagen, das war mein Produkt heute oder das ist mein, also das ist das, was ich bis jetzt geschafft habe und das sehe ich jeden Tag und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, jetzt schauen wir uns das mal von der Arbeitgeberseite an, weil am Ende des Tages ist es ja so, du musst ja auch als Arbeitgeber die Umgebung und den Rahmen schaffen, um sowas überhaupt möglich zu machen. Ja. Ne, weil ein kleinerer Arbeitgeber hat es ja auch, sagen wir mal, gegen so einen Konzern, eine große Company, häufig auch sehr schwer, weil viele erhoffen sich ja von so einer großen Firma irgendwie was ganz Besonderes. Und du warst bei einer sehr, sehr großen Firma. So, und da war es ja gar nicht so. Ja. Sondern du warst eigentlich irgendeine Nummer, du hast ein schönes, nettes Gesicht gemacht, was du ja zweifelsfrei sehr, sehr gut kannst. nein, aber jetzt Spaß beiseite. Aber am Ende des Tages warst du ja, hast du dich da irgendwie gefühlt als Bestandteil dieser Firma oder was war das? Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch das, was ich immer nach außen hin trage. Die Leute denken, oh geil, ich arbeite bei einem Konzern. Ich habe Sicherheit. Ich habe Sicherheit. Ich habe einen festen Job. Ich brauche mir gar keine Sorgen mehr zu machen. Aber das ist für mich absolutes Loser-Mindset, wenn ich das so sagen darf, weil das sind für mich Leute, die wollen einfach nur festsitzen, die wollen einen Job machen von 8 bis 16 Uhr, einfach nur irgendeinen Verwaltungskram und sitzen da und werden von Zeit zu Zeit immer dümmer, weil die entwickeln sich nicht weiter. Und das hast du halt in diesen typischen Großkonzernen. Die bieten dir Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Bonus, alles Mögliche. Am besten hast du noch eine Kantine bei dir da im Konzern. Und daran halten die sich fest. Mhm. Und das finde ich halt super interessant, weil das sind Dinge, die interessieren mich heute überhaupt nicht mehr. Mich interessiert das nicht, habe ich heute 1 oder 2 Überstunden gemacht? Konnte ich früher nach Hause gehen? Das interessiert mich, das messe ich überhaupt gar nicht mehr. Ich halte mich an was ganz anderem fest und das sind einfach meine persönliche Weiterentwicklung. Ja, also das heißt ja im Prinzip auch wieder eine große Chance, gerade auch für kleinere Unternehmen. Wenn sie das halt gewährleisten, dass sie den Mitarbeitern wirklich eine Perspektive geben, in einem bestimmten Bereich besonders gut zu werden und sich da auch ein bisschen austoben zu können. Jetzt könnte ja einer sagen, ja, aber ich will ja, dass die Leute ganz strikt nach Prozessen arbeiten. Mhm. So, das wollen wir ja in gewisser Weise auch, ne, dass es gewisse Abläufe gibt. Aber trotzdem hast du doch immer eine Spielwiese, oder nicht? Ja, also definitiv. Aus meiner Sicht ist es halt sehr wichtig, dass der Mitarbeiter sich trotzdem noch einbringen kann, eine gewisse Spielwiese hat, um eben auch sich einbringen zu können. Ne? Ja. Und nicht so ganz, ganz starr und eng. Oder wie siehst du das? Ja, das sehe ich genauso. Das haben wir ja auch teilweise bei uns. Du gibst mir vor, Evi, erstell mir bitte eine Präsentation. Das sind die Inhaltsseiten, die brauche ich. Mach mir das bitte. Aber trotzdem kann ich das Design dann nach meinen Wünschen machen. Und im Endeffekt frage ich dich, Heinz, wie findest du das? Und wir tauschen uns darüber aus. Und das ist ja die Freiheit, die ich dann habe. Ob es dir im Endeffekt gefällt oder nicht, ist die andere Sache. Aber trotzdem überlässt du es mir ja. Und das finde ich wichtig. Genau, ja, ich meine, das Ergebnis ist ja, wenn wir haben jetzt so einen Jahresrückblick ja gemacht, ne? Ja. Für uns intern.
So, und was war das? Das war eine kurze Abstimmung von vielleicht 10 Minuten und am Ende des Tages hast du es komplett selber von A bis Z kreiert. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber mit dem Buch ist es ja eigentlich auch nichts anderes gewesen. Ne? Also du hast es auch komplett kreiert, komplett von A bis Z. Ja, so, ich habe bei den Grundlagen geholfen, ne? Natürlich die Inhalte geliefert, ja. Aber das haben wir auch gemeinsam gemacht am Ende des Tages. Ne? Das haben wir auch gemeinsam sozusagen aufgebaut. Und das ist das Entscheidende. Also ich würde das Ganze mal so zusammenfassen, dass ich sage, also zuallererst mal ist es wichtig, dass die Person Bock hat. Und das jetzt mal, machen wir es jetzt mal an dir persönlich fest, weil das hast du eigentlich vom ersten Moment an ganz klar committed. Ja. Du hast Lust, du hast Bock gehabt, du wolltest was verändern. So, das war mal die wichtigste Grundlage. Und das kann man eben sagen, ne, für die anderen da draußen, achtet darauf, dass ihr jemanden vor euch sitzen habt, der wirklich Bock hat, der Freude hat, der happy ist, nicht immer das einzige Kriterium, aber es ist halt ein wichtiges Kriterium. Also jemand, der wirklich Lust hat, was zu machen. Ne? Genau, und den man vor allem auch nicht überreden muss. Also den man nicht überreden muss, dass er bei einem anfängt zu arbeiten. Genau, den man nicht überreden muss. Absolut super Punkt. Zweiter Punkt ist auf jeden Fall, die Person braucht Fähigkeiten. Ja, also das ist schon wichtig, natürlich entscheidend wichtig. Man kann vieles beibringen, aber wenn die Grundfähigkeit, na, da sind wir wieder bei dem Thema Bock zu haben, was zu machen, die Extrameile zu gehen und vor allen Dingen auch Bereitschaft, ne? Also diese Bereitschaft, etwas zu lernen, ne? Und sich dahingehend zu entwickeln. Ne? Genau, und am Anfang, klar, da waren natürlich auch mal so ein paar Missverständnisse, ne, am Anfang. Oder du hast mal, ja, das sehe ich aber irgendwie anders oder was auch immer. Ja, das ist ja normal, ne? Aber auch, wie haben wir das denn gelöst? Ja, also bei uns war das ja sehr das war sehr lustig auch teilweise zwischen uns beiden, weil in manchen Momenten war ich so überfordert damit, dass ich so nah mit meinem Chef zusammengearbeitet habe. Also früher da, ich hatte mit meiner Chefin eigentlich gar nichts zu tun, blöd gesagt. Und dann auf einmal so nah halt auch wirklich dann die Kritik oder halt das so mein Lob vom Chef zu bekommen, das war gewöhnungsbedürftig. Aber das hat ja auch gedauert bei uns, weil ich bin ein Mensch, ich war ein Mensch, würde ich jetzt so sagen. Ich habe schon gerne diskutiert, wenn man mir so ein bisschen oder Kontra gegeben, wenn mir dann jemand gesagt hat, nee, Evi, das finde ich nicht so gut. Aber das konnte ich zum Glück auch ablegen. Da hast du mir auf jeden Fall sehr viel bei geholfen, weil wenn du mir Kritik gibst oder wenn du mir versuchst, beizubringen, etwas besser zu machen, heißt es ja nicht, dass du mich damit angreifst. Absolut. Genau. Und das war ein Punkt, an dem musste ich arbeiten. Aber man sieht ja das Ergebnis. Wir beide funktionieren sehr gut zusammen. Genau. Nochmal eine Sache zum Thema Korrektur. Mhm. Weil du sagst ja Kritik, ich nenne es Korrektur. Ja. Also ich würde es überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht Kritik nennen, sondern wirklich zu korrigieren. Ne? Also das heißt, zu helfen, auch zu coachen ein Stück weit, ne? Auf diesem Weg. Und da ist Korrektur einfach unendlich wichtig, weil ohne Korrektur geht es halt nicht. Du musst halt schauen, macht der Mitarbeiter das? Und dabei, aus meiner Sicht, ist das Thema Kommunikation alles entscheidend gewesen. Ne? Also das heißt, ich habe, das kannst du ja mal für dich nochmal reflektieren oder nochmal sagen, aber ich habe halt nichts lange stehen lassen. Oder? Wie war das? Das stimmt auf jeden Fall und vor allem war mir nicht bewusst, dass du alles mitbekommst und alles siehst, was ich mache. Ah, dann komm, lass uns da mal drüber reden. Ja. Lass uns da mal gerade drüber reden. Wie war das denn so? Also erstmal Korrektur heißt, ich habe nichts lange stehen lassen. Ne? Genau. So, also das heißt, als Chef, wie habe ich mich da verhalten, wenn da irgendwelche Dinge waren? Ja, wenn dir was aufgefallen ist, hast du das halt direkt kommuniziert, hast es einem gesagt. Ja, und damit muss man halt klarkommen als Mitarbeiter, weil man denkt sich, oh cool, ich habe jetzt ein Produkt abgeliefert, der Chef, der muss damit zufrieden sein. Aber so ist es ja nicht. Aber glaubst du nicht auch, dass viele an der Stelle dann irgendwas, was ihnen nicht passt oder nicht schmeckt, in sich reinfressen? Ja, auf jeden Fall. Und dann sozusagen das Ganze auseinanderdriftet. Also der Mitarbeiter sagt nicht, bin ich einverstanden oder nicht einverstanden? Aber der Chef sagt es auch nicht, bin ich einverstanden oder nicht einverstanden? Und dann driftet das Ganze so auseinander, sodass es einfach nicht mehr zusammenpasst. Also das Thema Kommunikation als Bindeglied, ne, und das ist auch eine Sache, das kannst du ja nicht wissen als Mitarbeiter, das ist halt eine Chefsache. Der muss einfach, wenn etwas nicht okay ist oder nicht nach seinen Vorstellungen läuft, dann muss er es korrigieren. Ja. Und das kann man nicht laufen lassen. Das kann man auch nicht stehen lassen. Also ich sag mal, glaubst du wärst
ist jetzt ein bisschen rein hypothetisch natürlich, aber glaubst du, du wärst heute da, wenn ich das nicht konsequent gemacht hätte? Nee, auf gar keinen Fall. Also das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das annehmen konnte. Aber jetzt bin ich froh darum, weil durch diese Sachen lerne ich ja immer mehr dazu. Und dann weiß ich beim nächsten Mal, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und das gehört einfach zu der Weiterentwicklung. Kommen wir mal zu diesem Thema nochmal dass ich alles mitkriege. Wie war das denn? Weil du coachst ja heute auch die anderen Mitarbeiter, ne? Ja. Du bist ja auch dabei, die anderen Mitarbeiter, wo dir Dinge auffallen und so weiter. Erzähl mal das mal ganz kurz. Ja, also vor Heinz kann man nichts versteckt halten, das ist klar. Also wer hier versucht, im Unternehmen irgendwas unter den Teppich zu kehren oder irgendeine nicht erledigte Aufgabe zu vertuschen oder zu dribbeln, der hat gar keine Chance. Also das, was der Heinz sagt, also was du sagst oder was du dem Mitarbeiter mal kurz so in den Raum wirfst, was er bitte erledigen soll, und wenn der Mitarbeiter denkt, du weißt das nicht mehr, dann hat der verloren. Das kommt aber dann meistens irgendwie ganz unverhofft dann irgendwann rüber, ne? Das gilt für mich genauso. Ich habe das, glaube ich, 100 Mal mit dir durch. Deswegen kann ich den Mitarbeitern das schon direkt von vornherein sagen. Wenn ihr was habt, sprecht mit dem Heinz. Wenn euch irgendwas unklar ist, sprecht ihn an, weil ihr habt keine Chance, ihm da zu entkommen. Das siehst du einfach. Aber das ist halt auch dein Job. Natürlich gibt es halt die wichtigen Dinge, da gibt es ja auch Deadlines auch dazu und so weiter. Ne? Und dann gibt es halt auch mal andere Dinge, da hat man ein bisschen mehr Raum und mehr Zeit am Ende, das zu machen, aber es wird halt nichts vergessen. Ne? Also es ploppt halt irgendwann wieder hoch. Ne? Ja. Es ist halt irgendwann wieder da. Ne? Und das ist halt schon sehr, sehr wichtig. Glaubst du denn, so eine Umgebung, wie wir sie geschaffen haben, glaubst du denn, dass so ein Mitarbeiter, der nicht den gleichen Anspruch hat, das lange überleben kann in so einem Umfeld? Nee, überhaupt nicht. Also ich merke das auch, wenn jemand bei uns anfängt oder damalige Mitarbeiter, da habe ich direkt so, es hat eine Woche gedauert und dann wusste ich schon, okay, das wird was oder das wird gar nichts. Wenn ein Mitarbeiter nicht genauso hier sitzt wie wir, was will er damit? Er geht doch unter. Also wir zerdrücken den eigentlich mit der Energie, die wir haben. Und deswegen, auf gar keinen Fall. Und man muss auch ganz klar sagen, auch unsere so Kooperationspartner, ne? Ja. Wir haben ja einen, unseren Programmierer, ne? der feiert das so hart. Ne? Der freut sich jedes Mal, wenn er hier ist. Der ist jetzt nicht immer da, aber der ist ab und zu da. Aber der freut sich halt immer auch diese Energie zu spüren. Ne? Also das ist wirklich das, was der extrem feiert. Ja. Und jemand, der halt da nicht mit, der das Spiel nicht mitspielt, der kommt da nicht drauf klar. Ne? Und deshalb bin ich der Meinung, also deshalb ist auch wichtig, dass die Firma muss einfach den Frame vorgeben. Die Firma gibt den Frame vor, ja, geilste Firma der Welt, so ungefähr, für sich in seinem eigenen Universum. Und sorgt einfach dafür, dass diese Energie auch da ist, ja. Und dann ziehst du auch die Mitarbeiter an am Ende, ja, die auch Bock darauf haben. Und die anderen, die werden untergehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn du da nicht so eine Rahmenbedingung festlegst oder wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt einfach irgendwelche Mitarbeiter haben, die mir jetzt den Arsch retten, dann kriegst du auch genau solche Mitarbeiter, die genauso mit wenig Herz und Liebe daran gehen, wie du es in dem Moment tust. Weil entweder du denkst dir, boah, ich muss jetzt echt, ich möchte größer werden, ich möchte wachsen. Wenn du dieses Mindset hast, dann kriegst du auch die richtigen Mitarbeiter. Aber wenn du dir einfach nur denkst, boah, ich brauche jetzt so schnell wie möglich irgendeinen Mitarbeiter, der mir ja aus der Patsche hilft, dann kommt da halt auch kein guter Mitarbeiter oder im besten Fall kriegst du gar keine. Was zeichnet denn für dich einen guten Chef aus? Ja, einen guten Chef zeichne ich aus, also das kann ich ja auch an dir festlegen. Dir ist es ultra wichtig, dass wir uns alle weiterentwickeln. Und vor allem, dass wir nicht jedes Mal zu dir rennen, wenn wir irgendwas haben und nicht weiterkommen, sondern das fand ich am Anfang auch total irre. Da bin ich gar nicht drauf klargekommen. Ich hatte eine Aufgabe, noch nie in meinem Leben gemacht. Ich bin zu dir hingekommen und habe direkt gesagt, Heinz, Hilfe, rette mich. Bitte löse meine Aufgabe. Und du hast gesagt, finde den Fehler und löse es selbst.
Du hast so viele Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Versuch es doch erstmal auf diesen drei verschiedenen Alternativen. Und dann, wenn du es immer noch nicht geschafft hast, dann kannst du zu mir kommen. Und das ist für einen Mitarbeiter sehr wichtig, weil damit, also das war der Grund, warum ich überhaupt so viel lernen konnte, weil ich mir selber geholfen habe, weiterzukommen und nicht immer direkt zu jemandem hingerannt bin und nach Hilfe gefragt habe. Und das hatte ich in meinem alten Unternehmen halt gar nicht. Okay, und der Chef das auch mal zurückspielt, ne? Und ja, sagt, genau. Pass auf, ich löse das jetzt nicht für dich, ne? Ja. Sondern das musst du selber lösen, ne? Ja, weil viele denken halt auch, dass da ein böser Gedanke oder so hintersteht oder denken sich dann, oh, ja, der böse Chef, der will mir jetzt nicht helfen, obwohl er ja möchte, dass ich diese Aufgabe mache. Aber Hintergrund ist halt einfach nur, dass du möchtest, dass wir uns in dem Bereich weiterentwickeln. Okay, man kann also auch hier vielleicht nochmal eine Sache, ne? Willst du Roboter ausbilden? Ja. Das ist die eine Seite, die können aber dann auch nie klar und alleine für sich denken. Oder willst du halt eben mitdenkende, wirklich High-Performance-Maschinen ausbilden, wie eine hier sitzt? Oder willst du halt einfach irgendwelche Pfeifen betreuen? Kann man das so sagen? Ja, das kann ja? man genauso sagen. Also ich würde sagen, genau, trefft einfach eine Entscheidung, ja? Also wollt ihr Roboter haben, die keine eigene Meinung haben und nur in eine Richtung laufen können? Wollt ihr High-Performance-Maschinen haben oder wollt ihr halt eben Pfeifen betreuen? Dann ist das mehr so eine Art Kindergarten. Ja. Jeder da draußen kann diese Entscheidung selber treffen. Wir haben heute einfach mal so auch im Rückblick auf 2023 unsere beste Mitarbeiterin präsentiert, die Efi. Ich glaube, jedem ist jetzt spätestens klar, warum du die beste Mitarbeiterin warst und bist in unserem Unternehmen. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir wundervolle, schöne Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für uns ist ja auch sozusagen heute der letzte Tag ja. in diesem Jahr, also was Arbeit angeht. Und schön, dass du so offen warst und wie immer ehrlich. In diesem Sinne, ciao. Ciao, danke.